Jo, hallo Freunde. Ich möchte euch einmal wieder eine Kleinigkeit vorstellen. Wir haben Winter, also es wird Winter. Das heißt, es wird früher finster. Und natürlich ist es weniger lang Licht. Und somit braucht man eigentlich eventuell eine Taschenlampe. Ich habe seit einem Jahr jetzt von der Firma OLED diese S10R Baton 3 im Einsatz. Also das ist eine wirklich super kleine Taschenlampe zum immer dabei haben mit Clip und allem Pipapo. Die hat an die 600 Lumen, glaube ich, stärksten Modus. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich werde mir für jetzt um die Zeit einmal ein bisschen was Größeres und vielleicht was Stärkeres organisieren. Und wie der Zufall spielt, schreibt mir die Firma OLED an, die Irina, und ob ich nicht einmal wieder eine Taschenlampe vorstellen will. Und ich habe gleich gesagt, ich mache kein wirkliches Review dazu, das ist nicht meins. Ich meine, ich zeige die sicher gern her, aber also Reviews und mit allem Pipapo, das liegt mir nicht, das Ganze. Ja. Das kennt ihr mich. Ich zeige sowas sicher gern her und wie gesagt, von der Ola, von der Kleinen bin ich begeistert. Die ist täglich bei mir dabei, in der Hocken, wurscht wo, die ist immer am Mann und die brauchst jeden Augenblick. Und da ich eben jetzt wirklich was anderes wollte, hat es mir ein paar vorgeschlagen, was ich mir aussuchen kann. Und ich habe mir dann eine ausgesucht, und zwar das ist die Baton Pro. Die ist auch ein bisschen größer, wie man sieht. Um ein Drittel größer, kann man sagen. Baton Pro heißt die. Hat auch milchig vorne, ein Milchglas quasi vom Streuen her. Und ich muss gleich dazu sagen, in Blau ist das eine Sonderedition, die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Ich habe das Glück gehabt, weil sie mich gefragt hat, was für Farbe, ob ich es noch in Blau auch haben will. Habe ich es in Blau gekriegt. Ist ein geiles Ding. Also wirklich, die macht wirklich Licht ohne Ende. Clip braucht man gar nicht drüber diskutieren. Die Schalter sind bei eh alle gleich, wer mich auch nicht kennt, kennt alle. Die hat einen Akku, den, wie heißt der schon wieder? Was eigentlich eh war, die 18650er. Mit 3500 mAh. Und also da gibt es nichts zum Motzen bei den Lampen. Ich bin begeistert von meiner Kleinen. Und ich habe jetzt die 3-4 Tage im Einsatz und begeistert bin ich noch mehr von der. Natürlich hinten über ein Magnetding zum Lohnen. Ich habe jetzt nichts dabei. Wer sich das alles anschauen will, das gibt wahrscheinlich 100.000 Videos davon, die was das besser erklären können wie ich. Das ist nicht so mein Fall. Ja. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Wenn einer was will, also die kann ich auf alle Fälle empfehlen. Die hat nämlich im Endeffekt 2000 Lumen. Hat auch ihre vier Modis, 5 Watt der Mondschein, bis 600 und 1 Minute lang 2000 Lumen. Und ein zeige euch, bei 2000 Lumen, da geht das Licht aus. Da wird es blind. Also, das ist ein Wahnsinn. Da wird die Nacht zum Tag. Ja, ich muss auf alle Fälle bei der Firma OLED sagen, danke für die Lampen. Die hat mir nichts gekostet. Ich habe die gratis gekriegt, sage ich gleich dazu. Ja. Wahrscheinlich blende ich auch eine Werbung dazu ein. Und will noch dazu erwähnen, dass jetzt ab 28.11. bis 2.12. ist dieser Black Friday. Da gibt es wieder Lampen agro, etlich günstiger. Für neue Kunden gibt es kleine Lampen gratis dazu. Für Bestandskunden gibt es irgendwas. Ich habe mir das jetzt gar nicht alles gemerkt, was da gibt. Ich schreibe euch wirklich alles unten in die Beschreibung dazu. Es könnt euch das unten außerlesen oder auch nicht, wie es wollt. Ich will kein was aufdringen, es kennt mich. Wenn einer Lampen sucht, ich kann euch sagen, von dem Teil bin ich begeistert. Die gibt es wahrscheinlich auch nur mehr in Schwarz. Wahrscheinlich gibt es den Blau nicht mehr. Sie haben natürlich etliche andere Lampen auch, was kleiner sind und auch verteufelt viel Licht machen und auch noch größer, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist jetzt meine zweite und zum Hund spazieren geht auch was. Wenn du irgendwo ein Reh siehst, wenn du das blendst, das Viecherl ist blind quasi. Ja,
Das war es auch schon wieder dazu, ich will da gar nicht viel zu viel umschweifen. Ich weiß, etliche werden wieder sagen, haha, der macht schon wieder Werbung, es kennen sie mich, ich bin nicht so der Werbungstyp. Von den Sachen, die was ich zeige, bin ich wirklich eigentlich eingenommen und begeistert, sonst hätte ich es auch nicht herzeigen. Wie gesagt, ich habe jetzt 3-4 Tage im Einsatz. Geht Pepe feinst. Gut, Freunde, in dem Sinn, falls einer einen braucht, Black Friday nicht vergessen und ansonsten wünsche ich euch noch was. Ja, Freunde, wir haben es jetzt 16.30 Uhr, also es ist noch nicht wirklich ganz finster, aber ich versuche jetzt ein paar Tests mit der Taschenlampe. Wie gesagt, wenn ich antraue, wird man gar nichts mehr fast sehen. Ja, okay, sie macht den Himmel noch heller, aber es ist, das macht nur mehr die Kamera. Ja, das ist der Moonlight-Modus, also da wird man jetzt wahrscheinlich nicht viel sehen. Ich werde jetzt durchzappen und ich schreibe euch da noch dazu, wie viel Lumen jeglicher Modus ist.